Bisschen Autoscooter gefällig? Mist. Der Typ darf nicht entkommen. Gefällt dir das, du Verräter? Oh, Scheiße! Oh, das brauche ich nochmal. So, Ibias. Oh Mann, ey, ist der schnell. Wie fährt der denn hier übers Eis? Bisschen Autoscooter gefällig. Bisschen ist hier untertrieben. Na komm. Komm her, du Wichser. Bisschen Autoscooter gefällig. Okay, raus da. Keine Sorge, bekommst den Folgetank zurück. So. Zurück zum Freddy's. Nehmen wir denn mal seine Karre mit. Die ist ein bisschen schneller als unsere. Wir dürfen hier nicht ins, ins Wasser kommen. Das wäre gar nicht gut. Ja, und Joe sinkt sich jetzt hier ein. Sein Erfolg sozusagen sinkt er jetzt hier. Oh. Verfolgung von Rasa aufgenommen. Roger. So, den Strafzettel können Sie sich sonst wohin stecken. Und jetzt gehen wir zu Freddy's und werden unseren Erfolg verkünden. Um zu sagen, ja, 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 das haben wir geschafft und den Erfolg feiert Joe hier auch schon ganz super. So, wir fahren hier aber noch ein bisschen vorschriftsmäßig. Nee, 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 nee. Oh, hier ist schon Freddy's. So. Hey, willst du dem Boss widersprechen, Henry? Hä? Na siehst du. Kümmer dich lieber um dein Bein, okay? Also, bis später. Und? Ist erledigt. Okay, gut gemacht. Und was passiert jetzt mit Vito? Wir haben ihm den besten Anwalt besorgt. Er ist bald wieder draußen. Für ihre Straftaten gegen die Bürger dieser Stadt und dieses großartigen Landes verurteilt sie dieses Gericht hiermit zu 10 Jahren Haft in einem Bundesgefängnis. Scheiße! Scheiße! So ein Dreck! Ich denke, er kommt wieder frei. Erstens, schrei mich nicht an, Freundchen. Zweitens, wir reden morgen darüber. Nicht jetzt. Geh nach Hause, reg dich ab. Komm morgen früh wieder, alles klar? Wie du meinst. So ein blöder Wichser. Na, wer ist denn das schon wieder? Ja? Joe, hör mir zu. Henry! Hast du schon das mit Vito gehört? Der kleine Wichser hat gesagt, er kümmert sich um alles. Und was ist jetzt? Joe, halt endlich die Klappe und hör mir zu! Das mit Vito tut mir leid, aber nichts zu machen. Aber jetzt hör zu. Luca will dir an den Kragen. Was soll das denn heißen? Das heißt, sie werden dich umbringen. So kann's gehen, Joe. Die müssen stinksauer auf dich sein. Du hast wahrscheinlich noch 5 Minuten, bis die Kerle auftauchen. Ach ja? Sollen sie kommen? Mir doch egal. Was willst du machen? Sie alle umbringen? Was passiert dann wohl morgen, hä? Hör zu, du hast jetzt die Wahl. Entweder verlässt du die Stadt oder du bleibst und bist tot. Und Joe,
Wegen der Sache in der Brennerei. Jetzt sind wir quitt. 5 Jahre später. Du hast Nerven, dich hier blicken zu lassen. Hey! Ah. Sieh mal an, hast dich kein bisschen verändert. Was ist denn das für ein Aufzug? Was? Meinst du meine Verkleidung? Ja, so unauffällig wie ein Tritt in die Eier. Okay, schon gut. Was macht meine Bude? Wie ich am Telefon sagte, alles beim Alten. Hier ist der Schlüssel. Wie schön. Und der Job, über den wir geredet haben? Keine Sorge, ich habe momentan mehr als genug Arbeit für uns beide. Fährst du mit? Nein, danke. Ich suche mir was Eigenes. Gut. Ja, 5 Jahre sind vergangen und Joe hat erstmal fett Urlaub gemacht in den Jahren, wo Vito im Knast ist. Und ja, wie gesagt, der DLC spielt ja in der Zeit Tutorial. Auf dieser Karte siehst du alle verfügbaren Missionen. Jeder Buchstabe steht für einen Auftrag. Erfülle diese Mission, dann geht die Geschichte weiter. Gut. Mission annehmen. Willkommen in der Zivilisation. Während du dich im Süden amüsiert hast, habe ich mich um deine Wohnung und anderen Kram gekümmert. Vor der Station steht ein Wagen für dich, so dass du dir ansehen kannst, was sich hier verändert hat. Bleibe unauffällig, 5 Jahre sind für manche noch nicht genug, um zu vergessen, was du getan hast. Wenn du mit dem Siegjubler fertig bist, kannst du dich wieder dem Geschäft widmen. Es gibt hier sicher einige interessante Jobs für dich. Starten. Ja, wir müssen hier Tutorial. Hier Bonuszeit ist bla bla bla, das wissen wir ja schon alles. Hey du Clown, wo willst du hin? Ja, das ist ja eine Mautstraße. Das macht 5 Mäuse. Nicht mit mir, nicht heute. Au. Hier ist die Mautstraße, die du hier. Das ist hier für dich Maut. Hier, das hier ist die Maut. Nach dem Leck. Vollen Eintritt in die Eier. War das die 5 Mäuse wert? Hier, Maut, 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 Maut. Hier wird's noch mehr Maut. Hey, hier kriegst du Maut. Na komm. Maut. Hier komm ich. Sieht mit der Held aber aus, Mann. So, ab in die Fresse. Schalte mehrere Gegner nacheinander aus, um einen Multiplikator-Bonus zu bekommen. Je mehr Gegner du in folgenden Folge erledigt, desto höher fällt der Multiplikator-Bonus aus. Gut. Oh, geil. Hier haben wir schon eine schicke Karre von dem bekommen. Und die haben wir ja auch schon einmal gefahren. Im Let's Play, aber... Oh. Versuche in jeder Mission die beste Wertung zu bekommen. Erledige Gegner, schrotte Autos oder fahr Höchstgeschwindigkeiten. Je besser du bist, desto höher. Ich muss mal kurz weg. Sorry, die Unterbrechung. Desto höher ist deine Platzierung in der Bestenliste. Die höchste Wertung ist S, die niedrigste D. Gut. Die Karre will ich doch hier nicht schrotten, Mann. Wir fahren einfach mal Höchstgeschwindigkeit. Mit der Karre. So, jetzt
steigt hier schon das Tempo. Die kriegen wir jetzt schon ordentlich Bonus. Weil wir wollen ja auch hier in der besten Liste landen. Scheiße. Ja, die Karre ist hier schon ein bisschen im Arsch. Aber ist mir eigentlich egal. Mist. Der Karre ist ausgerastet. Schaltet ihn aus. Was? Verstanden. Oh, geh rein da. Fuck. Nein. Tür zu. Nicht, dass hier... Die Kleidung möchte ich nehmen, weil die gefällt mir richtig schön nicht. Deswegen werde ich die nehmen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hallo. Hier wird aber nie Klo gewaschen. Meine Fresse. Was muss ich denn jetzt machen? Benutze E, um das Haussymbol zu der Mission zu wenden. Hallo? Ach, soll ich nach draußen? Ich soll, glaube ich, nach draußen. Ach so. Haussymbol. Punkte. Ja, so ist, läuft das hier in dem DLC so ein bisschen ab. Kill im Kampf 200, bla bla bla. Bestenliste. Du musst... Oh, ja. Weiter. Super. Ja, Tutorial. Vergiss nicht, dass du deine... Zeit... Okay. Und hier haben wir schon wieder eine Mission. Die werden wir noch machen hier. Hey, Joe. Wir haben so eine Sache mit Derek am Laufen. Geklaute Karren und so Scheiß. Steck für uns... gut, starten wir. Wenn ihr das lesen wollt, haltet an, weil sonst dauert das zu lange. Steigen wieder hier in so super Schlitten ein. Von dem fahren hier eh viele rum. Hier Driftbonus bekommen. Ist ja fast schon so wie bei Need for Speed hier. Weg. Ey. So. Ah, das war die Motorhaube. Oh. Pass auf, was soll das? Falsch. Das Wetter ist hier nicht ganz so schön. Aber gut. Hier haben wir eine schöne Rampe. Wow. Mama mia. Au, 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 au.
Scheiße!